Ein gutes, gesegnetes neues Jahr wünschen wir Ihnen, Katharina Apel und Katrin Wienold-Hocke. Prost! Dass wir heute am Anfang des Jahres in Hilgershausen sind, das hat einen besonderen Grund. Es gibt einen Anfang in unserer Landeskirche und der kommt aus Hilgershausen. Ja, hier komme ich her. Hier bin ich verwurzelt im Dorf und in der Kirchengemeinde. Hier bin ich groß geworden, habe Orgel gespielt, auch wenn ich danach viel in der Welt unterwegs war. Und hier habe ich auch mit dir, liebe Katrin, zusammen ganz viele Gottesdienste gespielt, hier im Dorf und in der Region. Die Gottesdienste haben mir auch immer gut getan. Die Lieder und die Texte auch, weil sie immer Lust auf Leben und auf was Neues gemacht haben. Und jetzt die neue Vizepräsidentin, sozusagen die juristische Bischöfin. Aber fühlt sich das nicht an wie ein Rückschritt für dich? Erst Kartellrecht, New York, Brüssel und Köln und jetzt dann auf einmal Kassel und Kirchenrecht und die Orgelbank in Hilgershausen? So fühlt es sich nicht an. Es wurde einfach Zeit für was Neues, für neue Themen und für diese sinnvolle Aufgabe bei der Kirche und ganz fromm gesagt, um die Menschen froh zu machen. Mich freut es ja ganz besonders. Ich glaube, ich habe mit niemandem auf der Welt so oft Macht hoch die Tür gesungen, in vielen Klinikgottesdiensten mit dir zusammen. Und dabei einfach auch erlebt, wie der Menschen das Herz aufgeht, wie sie auf einmal Vertrauen fassen können und Glauben spüren, dass Gott mit ihnen geht. Was uns wohl im neuen Jahr erwartet, dass es nicht leicht wird, das ist absehbar. Dazu muss niemand ein Prophet sein. Aber Gott geht mit, das hoffen wir. Wie das aussieht, geht das ein bisschen konkreter? Ein Versuch, das konkreter zu machen, ist zu losen. Wir losen, welches Wort Gott uns für dieses Jahr mitgibt. Das ist der Ursprung der Jahreslosung. Und das Bibelwort, das für dieses Jahr ausgelost ist, das sagt, so kann das aussehen ungefähr. Es lässt sich gut merken. Du bist Gott und siehst mich. Nach dem Motto, pass auf, was du tust, denn der liebe Gott sieht alles?
Nee, in der Richtung ist es eher nicht gemeint. Ich erzähle einfach mal die Geschichte, die dahinter steht. Die führt uns ganz an den Anfang der Bibel, zu den Geschichten von Abraham und Sarah, damals, ehe das Volk Israel sesshaft wurde. Und sie erzählt von Hagar, einer ägyptischen Frau, die war als Sklavin mit Abraham und Sarah unterwegs. Eine Fremde, aber sie hat einen Namen und das ist schon mal was Besonderes. Aus ihrer Perspektive wird die ganze Geschichte erzählt. Und das finde ich schon mal einen guten Hinweis für das neue Jahr. Einfach mal die Perspektive wechseln. Mit anderen fremden Augen auf das eigene Volk und die eigene Umgebung schauen. Sarah, so wird weiter erzählt, Sarah wird nicht schwanger. Und das ist ein echtes Leiden für sie und ihren Mann Abraham. Und darum schlägt sie Abraham vor, dass doch Hagar ein Kind bekommen soll. Und dann steht's da so ganz lapidar. Da ging er zu Hagar und sie wurde schwanger. Hagar wird wohl nicht gefragt, ob ihr das überhaupt recht ist. Nee, ganz gewiss nicht. Aber die ist in der Geschichte nicht nur das Opfer. Als sie sichtbar schwanger ist, kriegt sie Oberwasser und nimmt Sarah nicht mehr ernst. Sarah beschwert sich und Abraham lässt jetzt zu, dass Sarah Hagar demütigt. So lange, bis Hagar verzweifelt und flieht. Sie flieht in die Wüste, in eine Umgebung, die eigentlich lebensgefährlich ist. Aber sie findet eine Wasserquelle. An dieser Quelle passiert es dann. Da kommt ein Bote Gottes und fragt, wo kommst du her und wo gehst du hin? Hagar lässt sich anreden und hört, sie soll einen Sohn zur Welt bringen. Und aus dem soll ein großes Volk werden. Hagar hat und bekommt ihren eigenen Segen. Und jetzt gibt sie Gott einen Namen. Du bist der Gott, der mich sieht. Mich und mein Kind, wir sind beide nicht einfach verloren und fremd, sondern gesehen. Was wird aus Hagar? Wo geht sie jetzt hin? Das finde ich erstaunlich in der Geschichte. Sie geht wieder zurück. Durch die Wüste zurück zu Sarah und Abraham. Bei ihnen bringt sie dann ihr Kind zur Welt. Und ihre Geschichte gehört seither zur Geschichte Israels. Sie wird sogar erwähnt im Stammbaum Jesu. Du bist Gott und siehst mich. Ein Zitat von einer Frau als Jahreslosung. Mitten aus der Wüste sozusagen. Etwas anderes als wir schaffen das. Ja. Auch weil es ja von einer gesagt wird, die da auf der Flucht ist. Und die Erfahrung macht, ich gehe nicht verloren. Gottes Segen begleite dich ins neue Jahr. Er sei dir Trost und gebe dir Kraft, auch auf schwierigen, unebenen Wegen. Er schenke dir Mut und wecke Freude in dir, dass dir Wunderbares widerfährt. Er erfülle dich mit Liebe und lasse dich spüren, wer du bist und was du kannst. Du bist gesehen.
Gott segne und behüte dich, treu und barmherzig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.